Ladies and gentlemen, this is Radio Free Pangaea. Let's subscribe to our reporter, Universal Innocent. Here I'm standing face to face at Pangaea's eastern border, in the middle of flooding waters, with gyres and volcanoes. Continents are drifting faster, reckless mountains break away. Hallo und herzlich willkommen heute am Mittwoch des 22. April 2020. Ich baue ja jedes Mal neu auf und ab, denn das gehört alles eigentlich in mein Arbeitszimmer. Der allerdings in unseren Begrüßungsflur, der Scrooge. Der Charlie Revel, okay, wurde schon mal als Oscar auch verliehen. Das soll ja nur der Olaf, das Finanzgenie sein. Da vorne, das war ja der März, dann sind wir ja schon im April. Ja, der März, das Loch Ness, nicht? Die Nessie. Der Nessie, müssen wir dann einfach sagen, nicht? Der Nessie. Ja, ich bin's nochmal, weil hab gestern Abend, ich baue ja zu jedem Video immer die Bücher. Und da braucht man ja ein bisschen was, damit das auch ein richtig schönes Buch wird, rund und so. Und da hatte ich eingebaut, ich glaube, da ich so viele Bücher auf einmal habe, denn sie wissen immer noch nicht, was sie tun. Das, glaube ich, war der Titel. Und da baute ich, das ist jetzt auf groß, auf DIN A4 ausgedruckt, auf 19 Seiten, die Erklärung der Beate Barner aus Heidelberg. Nun ist das ja öffentlich, deshalb mache ich es auch öffentlich, habe es ja eingebaut, habe darin gearbeitet. Also das richtig setzen und so weiter, muss man dann ja auch neu trennen, weil ich ja in DIN A5 arbeite und. Aber je mehr und intensiver ich darin arbeitete, es wurde schon Mitternacht wieder, aber es kochte in mir. Und ich sagte zu meiner Frau, also ich muss einfach mich dazu äußern. Es darf ja nicht in Vergessenheit geraten, warum so ein wundervolles Werk, das ist ja fast mehr wert als die Arbeiten, die Dissertation der Bundesrichter, die sich dann das Recht nehmen, nicht wahr, im Namen des Volkes zu sprechen und dann diese Arbeit dann als unbegründet abzulehnen. Und das kochte in mir Mitternacht und danach. Ich dachte, ich muss, auch wenn der Beitrag lang wird. Habe versucht, ganz morgen diese Beate Barner zu erreichen. Bimmelt durch, dann ist besetzt. Okay, wollen nicht strapazieren, bringt auch nichts. Ist alles auf ihrer Seite veröffentlicht. Deshalb davon können wir ausgehen. Es ist für die Allgemeinheit und es ist meiner Meinung nach von großem Interesse. Warum ein Gericht einen so wundervoll ausgearbeiteten Antrag einfach ablehnt. Hat natürlich Begründung, klar, auch auf 5 Seiten, lese ich vor, wird ein paar Minuten brauchen. Aber die Gründe, die die anführen, weil die nicht zwischen den Zeilen lesen wollen oder die begründeten Besorgnisse dieser Frau, ist ja kein Dummbatz, nicht wahr? Die hat das ja mehr als studiert und ist mit Recht über 25 Jahre Rechtsanwältin. Und deren Sorge, die sie ausdrückte in dieser Klageschrift, dass das alles, was von Berlin ausgehend und über die Länderparlamente, einfach so alles im Ad-hoc-Verfahren mehr oder weniger durchgewunken, angenommen und, dass das rechtswidrig ist, Widerrecht, verfassungswidrig, eklatant verfassungswidrig, schrieb sie. Und ich meine,
wer sich damit tiefer beschäftigt und dann, ja, hier ließ alleine Bußgeldbescheide und Festnahmen sind rechtswidrig, schreibt sie. Ja, alleine das Recht, Widerstand gegen Demonstrationsverbot zu haben, wenn du denn heute Morgen hörst, dass auch der gute Herr Oppermann, Vizepräsident des Bundestages, ja sagt, gerade vor dem Hintergrund der neuesten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, da waren wohl einige kleine andere Anträge für Demonstrationen, die allerdings, die waren dann rechtens, die allerdings wohllobend und mehr oder weniger speichelleckend auf die 2 Meter Distanz und so weiter. Ich meine, wenn ich auf der einen Seite demonstriere und begründe meine Demonstration, dass ich die Maßnahmen der Idioten, Entschuldigung, dieser idiotischen Anweisungen befolgen werde, dann brauche ich auch nicht demonstrieren. Ich bin sowieso gegen Demonstrationen. Das bringt ja alles nichts. Das bringt nur die Obrigkeit auf die Palme, beziehungsweise sie fürchten dann, oder sie müssen ihre Machtinstrumente zeigen, für die wir ja über die Jahre permanent Steuern zahlen. Nur, was geschieht mit den Steuern? Das kann man da auch rauslesen, wenn man natürlich nie gearbeitet hat, wie diese 3 Bundesrichter. Nicht? Wollen wir sie mal mit dem Namen kurz benennen? Das ist also der Richter Stefan Habart. Komm raus, Junge, hier, ich habe extra kopiert, was du für einer bist. Baujahr 71, das heißt also, nehmen wir mal 29 plus, der ist noch keine 50 Jahre alt. Nicht? Und so einer beurteilt dann für das gesamte Bemühen dieser Frau und was daraus hätte werden können. Nein, also das ist, muss abgewiesen werden. Sein Titel seiner Dissertation lautete zum Beispiel Anlegerschutz im öffentlichen Unternehmen. Ja, der war ja auch nur in öffentlichen Unternehmen in Anführungsstrichen tätig. Ne? Ja, akademische Grade, Master of Law an der Yale University, alles gesponserte dann im Stipendium-Austausch natürlich. Herrlich. Wenn du dann weiterliest, der ist dann in so einer Anwaltssocieté Shearman & Sterling. Ab 2008 war er dann Schilling, Zutt und Anschütz. Ja, Rechtsanwalts-AG. Dann hatte er noch neben seiner Abgeordneten-Diät, weil er dann ab 2000 ungrad im Bundestag war. Ne, steht es hier auch irgendwo, ist nicht so wichtig, ne? Ab Mai wurde er Vorstandsmitglied, der so und so, und seine Gehaltsstufe war oberhalb von 250.000 Euro jährlich. Für den Zeitraum Januar bis November 2018 ist mit Einkünften bei Schilling, Zutt und Anschütz von mehr als 400.000 Euro noch auszugehen. Vermutlich sogar gut das Doppelte steht da drin, auszugehen. Hinzu kam die Abgeordneten-Diät, super. Und dann, Habart dementierte bei der Übernahme des Richterpostens beim Bundesverfassungsgericht wegen der damit verbundenen Einkommenseinbußen gezögert zu haben. Natürlich, da Pension bis ans Lebensende und ob seine Rechtsanwaltskanzlei irgendwann noch besteht, das ist sicherlich. Ja, er war am Ende seiner oder am Ziel seiner Träume. Er will ja sicherlich auch nicht nur Vizepräsident an diesem Verfassungsgericht sein, sondern er ist auch noch Honorarprofessor juristische Fakultät. Bum, 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 bum. Naja, katholisch ist er auch, verheiratet und Vater 3 Kinder. Sei ihm alles gegönnt. Nee, der ist also der eine Richter gewesen. Dann haben wir noch einen anderen Richter. Ja, der kommt. Der kommt. Komm her. Henning Radke heißt der andere. Der 62 in Lübeck. Der, oh je, welche Kuriosität. Nee, also der Kerl ist, wenn man so will, ja nur 14 Jahre jünger als ich. 58 Jahre. So, Wehrdienst 81 bis 83. Das ist interessant. Wehrdienst, das war nur freiwillig, oder? Für 2 Jahre bestimmt, ne? Und dann so weiter, nicht? Also Wissenschaft, also richtig gearbeitet haben sie alle irgendwo nicht. Was hat er denn für einen Doktor für eine Arbeit gemacht? Das ist, glaube ich, auch ganz interessant immer. Ich finde das so herrlich, weil diese Dinger ja unbedingt gebraucht werden. Haben wir das ausgedruckt? Schade, oder? Kommt hier was? Nee. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte eigentlich nur sagen, wer entscheidet. Und wenn dann so 3 Leute, und hier kommt ja noch die 3. Person, eine Richterin, Gabriele Britz, Baujahr 68, ja, 68, 20 Jahre jünger als ich. Ja,
die hat dann auch schon zweite kulturelle Rechte und Verfassung über den rechtlichen Umgang mit kultureller Differenz. Das sind natürlich auch tolle Arbeiten, nicht? Um dann am Ende Professorin für öffentliches Recht zu sein. Ist ja logisch. Wir brauchen ja ein paar, die für uns die Drecksarbeit machen, sag ich ja, wenn wir die direkte Demokratie haben. Denn mit einer direkten Demokratie gäbe es ja diese Sorgen der Beate Bahner und vieler, vieler anderer drumherum nicht. Ne? Ja, ich glaube, wir machen mal hier ein kleines Break. Ich muss mal gucken da draußen. Bin wohl der einzige Hundepfleger, der im Smoking einen hochbetagten Hund im Moment gerade eine Windel anlegte. Also, kleines Break hier, okay? So, alles im grünen Bereich, was man ja von den Panikmachern an der Maskenfront nicht sagen kann. Das ist hier eine Maske, so Augen zu und durch. Das ist die alle tragen wahrscheinlich in diesen Kabinetten, denn sie wissen gar nicht, was draußen los ist. Die stützen sich auf ein paar Experten. Ja, die sind zum Teil widerlegt. Beziehungsweise diese Experten, der oberste Experte schlechthin, der Charité, Genius, Mastermind, ja, der gute Mann, Herr Professor Drost, man will diesen Typen ja gar nichts Böses, nur was sie verursacht haben. Ich meine, wie heißt es doch immer, Dummheit, Unwissenheit, ne? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Was die ausgelöst haben. Nun haben wir immer falsche Zahlen, ne? Die rechnen ja nur hoch. Aber der hochrechnet, der sagt in dem Interview, dass ich doch vor zwei Tagen in Deutsch und Englisch bewusst nochmal rausgeschnitten hatte und Tage zuvor hatte ich es auch schon eingebaut, da sagt er, Masken bringen nichts. Also die gleiche Koryphäe, die uns das alles eingebrockt hat, wie gefährlich dieses Ding ist, sagt, Masken bringen nichts. Das zählt aber nicht. Masken müssen sein, sagen die anderen jetzt wieder. Wo haben die das her? Wer stellt also die großartige Expertise des Professor Drosten in Frage? Muss man doch fragen dürfen, oder? Muss man fragen dürfen. NRW hat das noch nicht erklärt. Warum? Vielleicht haben wir zu viel Bevölkerung und die können gar nicht die Versorgung damit sicherstellen, sodass man sich lächerlich machen würde. Wie ja schon der Ramelow für Thüringen sagte, wie kann ich eine Verordnung erlassen, wenn der Bürger es nicht mal erfüllen kann? Ja, über die Nähmaschine von zu Hause. Ja, wer kann denn heute noch nähen von dem Jungmädelvolk? Herr Beuys, ja sowieso nicht, ne? Aber Mädel hatten früher das mal gelernt. Ne? Jo. Also, das Verrückte ist ja, bei allem, was sie an Zahlen spielen, über Jahre wurden wir immer weiterhin getäuscht, beziehungsweise mit einer Pressemitteilung 17/18 hieß es, wären 25.100 Tote. Vom RKI rausgegeben, 9 Monate später, im September, ich glaube 2019, korrigierte man die Zahlen. Ich habe das in dem Beitrag, denn sie wissen immer noch nicht, was sie tun, ausarbeiten können, etwas deutlicher. Da kommt das RKI mit am Ende durch den Virus damals nur bei rund 1100 ungrad Toten in Verbindung mit dem Influenza-Virus. Da, wo wir schon immer mit dieser 25.100 im Grunde verarscht werden. Ja? Jetzt operieren wir, heute Morgen sind wir rund, wir rechnen nur noch in glatten Zahlen, gut 5.000. Die Einzelnen werden nicht mehr gezählt. Nee. Ich habe mich heute Morgen bei einem Nachbarn auf den aktuellen Stand gebracht. Ein Update. Eine Geschichte, die hier sich nicht ja wohl in der unmittelbaren Nachbarschaft durch Zufall ereignete. Aber wir gehen davon aus, der hier auch mit Betroffene
hat sich erkältet im Wald, bei seiner Waldarbeit, hat geschwitzt, ist Trecker gefahren, ist daraufhin sehr erkältet gewesen und hat seinen alten Vater mit angesteckt. In der Verwandtschaft hatten die jemanden oder Bekanntschaft, der war positiv getestet worden. Ganz heiß, gucken wir doch mal, die Symptome sind ja ähnlich, müssen wir einen Test machen. Diese beiden Dödel machen einen Test. Werden beide negativ getestet. Einmal, zweimal nach zwei Tagen negativ. Trotzdem mussten die sich quarantänemäßig wohl zu Hause aufhalten. Wie auch immer, keine Ahnung, in der Tiefe dann nicht mehr wichtig. Aber zwei Tage später, nach dem zweiten negativen Test, wird der Alte mit 78 Jahren positiv getestet. Seit der Zeit, circa drei Wochen her, liegt der im künstlichen Koma in Olpe. Der wird alle paar Stunden mal oder jeden Tag mal für ein paar Stunden zurückgeholt ins Leben, damit die Organe selbsttätig arbeiten. Wahnsinn. Wie auch immer. Aber die haben dann wenigstens 11 Fälle, sagt er. Und was sind das alles für Fälle? Dieser eine Fall ist schlank. Die anderen alle, ja, das war die Dokumentation des heute Morgen befragten jungen Mannes. Können Sie sich ausmalen, welche Vorerkrankungen, nicht? Was hat Herr Püschel gesagt, der Professor aus Hamburg? Nicht einen einzigen Toten ohne irgendeine Vorerkrankung, mindestens eine. Bluthochdruck, Fettsucht, Fresssucht und das ganze ungesunde drumherum Leben, ja? Egal, ob denn da mal ein 60-Jähriger oder sonst wie dabei ist und aus Versehen dann zufällig auch eine 25-Jährige, die aber schon nur noch einen Lungenflügel hatte oder. Und das sind dann die berechtigten Zahlen, um Millionen Menschen einzusperren. Und da war ich gestern Nacht am Kochen. Und deshalb heute Morgen, es kotzt mich an, jeden Tag die gleiche Scheiße. Ja? So, jetzt trinke ich mal auf meine Gesundheit und auf unser aller Gesundheit. Denn das kann ja nicht so weitergehen. Doch, beim Lauterbach, ja, dieser Schlafkapp von der SPD, da geht's doch bis 2022. Da hat er erst das Impfserum dafür. Da will er uns denn wohl alle zwangsimpfen. Will er in den Genuss des Herrn Bill Gates kommen, wie die Hopkins-Universität? Schreiben Sie mal an die John Hopkins-Universität, ob sie überhaupt mit ihrer Mail dort ankommen. Die offizielle E-Mail-Adresse ist gar nicht erreichbar. Ja? Wird abgewiesen, weil, ich weiß es nicht, die Begründung war, glaube ich, keine Zugangsgenehmigung oder irgend so ein Schmarrn war da. Ja? Interessiert gar nicht. Wird bezahlt von Bill Gates, die Universität. Ja? Und so hängen alle schön zusammen. Gehen Sie mal tiefer, bevor Sie Leute, die kritisch denken, kritisieren. Ja, diese Frau Warner, die wollte nun klarstellen, dass das einfach keine Rechtsgrundlage ist für diesen gewaltigen Shutdown. Und die hat das begründet und die hat mit Recht vorgetragen, dass es eine große Gefahr für unsere Bevölkerung besteht eben nicht. Und dieser angebliche Zusammenhang oder Zusammenbruch unseres deutschen Krankenhaussystems und so weiter mit Beatmungspflicht von 1000 Patienten damit zu begründen, 11.000 Betten sind immer noch frei, hieß es doch gestern, glaube ich. Also diese Spezialbetten, nicht? Ja. Und so weiter. Aber der Innenminister von Baden-Württemberg, der fordert dann Menschen auf, die Nachbarschaft zu denunzieren. Ja? Und das ist eine Geschichte, wo man dann also Menschen plötzlich kriminalisieren, war ihre Begründung. Das ist doch ein Unding, dass ein Justizminister seine Bevölkerung auffordert, Baden-Württemberg in dem Fall, denunziert du mal den anderen, also fordert zu einer Straftat auf. Das ist für diesen Mann eigentlich ein Verfahren geben müsste, das ihm mindestens 5 Jahre Freiheitsentzug bringt. Das hat die hier ausgearbeitet. Ja, und so geht es weiter. So geht es ja weiter.
Die Landesregierung ist nicht zum Erlass der Verbote befugt. Warum? Sie begründet das. Sie begründet das. Wunderbar. Gehen Sie auf die Seite, laden Sie es runter. Ich habe es runtergeladen. Ich will es uns nicht alles vorlesen. Es ist unglaublich. Wenn man es liest, steigert man sich rein und wird am Ende so aggressiv, wie ich es sein muss. Beschränkung fast aller Grund- und Freiheitsrechte der Bürger. Die Würde des Menschen, Artikel 1 Grundgesetz. Das Recht auf Handlungs- und Bewegungsfreiheit und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2. Die unverletzliche Freiheit der Person, Artikel 2 Absatz 2. Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Artikel 2, Seite 2, erst bum bum bum. Das Recht auf ungestörte Religionsausübung. Die Versammlungsfreiheit als Recht der Deutschen, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich zu versammeln, Artikel 8. Die Vereinigungsfreiheit als Recht, Aktivitäten innerhalb eines Vereins oder einer Gesellschaft auszuüben. Die Berufsfreiheit in Gestalt der freien Berufsausübung, Artikel 12 Grundgesetzes. Ja, alle Corona-Verordnungen sind sofort außer Kraft zu setzen, hat sie gefordert. Ja, natürlich, mit so einer Forderung läuft man ins Leere. Ja, aber diese fundamentale Beschränkung nahezu aller Rechte ihrer Bürger und Bürgerinnen sind einfach Widerrecht. Ja, was haben wir denn? Das Infektionsschutzgesetz, auf das man sich ja beruft in Berlin. Und für all diese Sachen, ne, das ist ja wie das Ermächtigungsgesetz 33. Das war keine andere Geschichte. Das war gar nichts anderes. Das hat sich in den letzten 20 Jahren, schreibt sie, bewährt. Hervorragend. Bei wirksamen Maßnahmen und Regelungen von Bekämpfung von Epidemien. Sie kommt hier auch mit den höheren Todeszahlen von 25.000, das ist eben das Problem, wenn Menschen nicht richtig informiert werden. Das ist, sie arbeitet auch mit den 25.000 Toten. Sie hätte, wenn sie es richtig gewusst hätte, dann hätte sie es sogar noch in ein anderes Licht stellen können, wenn nämlich nur 1200 Echte damals an den Influenza-Viren verstarben. Es sterben jeden Tag 2200 Leute in Deutschland. Jeden Tag. In Österreich 230 und überall in der Welt. Es sterben jeden Tag in der Welt, ja, wollen wir das addieren, 100.000, ja. Es kommen ja auch immer wieder neue nach. Mit dem Pimpern kann man ja auch nicht aufhören. Es sei denn, wir lieben anders. Ich meine, mit Verlängerungsschnüren oder so in Zukunft nach den neuen Gesetzen. Ah, ungeahnte, ungekannte Machtbefugnis plötzlich so einem Bundesgesundheitsminister einzuräumen, schrieb sie da gerade. Sinn und Zweck des Infektionsschutzgesetzes. Zweck des Infektionsschutzgesetzes ist es, übertragbaren Krankheiten bei Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Hierfür müssen Behörden des Bundes, der Länder und Kommunen, Ärzte, Tierärzte, Krankenhäuser, wissenschaftliche Einrichtungen sowie sonstige Beteiligte entsprechend den jeweiligen Stand der medizinischen und epidemiologischen Wissenschaft zusammenarbeiten. So, und jetzt kommt sie und lobt das Robert-Koch-Institut. Die Durchführung ist dazu verpflichtet. Bumm. Meldepflichtige Krankheiten und Nachweise von Krankheitserregern. So, das hat man zu melden dem entsprechenden Gesundheitsämtern. Krankheiten wie Cholera, Diphtherie, Tollwut-Typhus oder Pest. Sowie andererseits bei Nachweisen von Krankheitserregern wie Ebola, Dengue-Virus, MERS, Poliovirus oder Salmonellen. Obwohl das Infektionsschutzgesetz seit Auftreten des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 mehrfach, zuletzt am 27.03.2020, geändert wurde, findet sich das Coronavirus SARS-CoV-2 nicht im Infektionsschutzgesetz, und zwar weder in der Aufzählung des Paragraphen 6 noch in der Aufzählung des Paragraphen 7 Infektionsschutzgesetzes. Ist ja interessant, wie kann denn dann etwas Gesetz sein, nicht? Maßnahmen zur Verhinderung von Epidemien, da haben die jeweiligen Gesundheitsämter, die dafür zuständig sind, zu sorgen. So, und dann muss man eben feststellen, ist es eine Infektion, Verdacht, Infektion und so weiter und so weiter. Da gibt es Anordnungen von Ausgeh- und Betretungsverboten, Anordnung einer Beobachtung, Anordnung von Quarantäne, Anordnung von beruflichen Tätigkeitsverboten. Aber Voraussetzung für eine Anordnung entsprechender Maßnahmen ist jedoch zunächst die sorgfältige Ermittlung sowie die konkrete Feststellung einer Infektion der jeweiligen Gesundheitsämter. Also, sodann
und dies ist der ganz entscheidende Aspekt des Infektionsschutzgesetzes, dürfen diese Schutzmaßnahmen nur gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern ergehen und nicht gegen ein ganzes Volk, die gesund sind, 80 Millionen und mehr. So und. Also, es ist wundervoll ausgearbeitet, aber jetzt wollen wir noch ganz schnell. Landesweite Schließung von Einrichtungen und Geschäften ist rechtswidrig. Daher ist die landesweite Schließung fast aller Einrichtungen ohne jedwede Gefahr einer Ansteckung durch diese Einrichtungen und Geschäfte durch keine Rechtsform des Infektionsschutzes und auch durch keine andere Regelung berechtigt. Tätigkeitsverbot kann man nur gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen, auch Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern aussprechen. Was tun die? Die legen alles lahm. Das ist doch unglaublich. Schließung von Geschäften und Einrichtungen, nur ausnahmsweise sind die möglich. Da gibt es herrliche Paragraphen, die hier von ihr zitiert werden. Paragraph 17 zum Beispiel, Absatz 1, Seite 4, Infektionsschutzgesetz und. Schließung nur bei Kretzmilben und Kopfläusen. Ja, und was hat sie hier noch gerade? Berufsfreiheit, ja, Eingriff in die Berufsfreiheit. Die Leute werden an Einkünften gehindert. Ja, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Ja, und dann berufen sich auf Eigenverantwortung. Das steht darin. Jeder natürlich in seinem Sinne, aber hat auch das Recht, sich abzulehnen. Empfehlung an die Bundeskanzlerin, ja, hat sie denn noch geschrieben, Recht jedes Bürgers zur Immunisierung. Mhm. Bei Epidemien werden die Kranken isoliert, nicht die Gesunden. So steht es im Gesetz eigentlich, ne? Ja. Warum belegt man bei etwa 10.000 Infektionen bundesweit die anderen 83 Millionen Gesunden mit schlimmsten und existenzvernichtenden Kontaktverboten und Schließungen? Sind wir ja laut Hopkins bei 140, 150.000. Wie werden die Dinge überhaupt ermittelt? Muss man auch nochmal richtig hinterfragen. Untersuchungsausschuss, überall. Beschäftigt die Leute, die das verursacht haben, damit sie mit Fakten rüberkommen. Der einmalige Shutdown deutschlandweit und weltweit veranlasst daher leider zu den allerdüstersten Prognosen, die bis vor zwei Wochen jedenfalls für mich als Rechtsanwältin, wie sie schrieb, schlichtweg unvorstellbar waren. Bis dahin hatte ich noch einen profunden Glauben an unseren gut funktionierenden Rechtsstaat. Dieser ist seit dem Shutdown vor zwei Wochen, ist ja nun länger, jedoch zutiefst und nachhaltig erschüttert. Corona-Verordnung verstößt eklatant gegen das Grundgesetz. Ja, Beseitigung verfassungswidriger Ordnung durch die Landesregierung hat sie dann gefordert. Okay. Das ist ja nun abgewiesen. Ich will die Begründung lesen jetzt hier. Im Wege der einzelnen Anordnung, ja, hat das Bundesverfassungsgericht in dem Verfahren über den Antrag wie folgt festzustellen, dass die Corona-Verordnung aller Bundesländer dazu geeignet sind, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu gefährden. Das war ihr Antrag. Zweitens, Vollzug Corona-Verordnungen bis zu einer Entscheidung in der Hauptsache sofort außer Kraft zu setzen und drittens festzustellen, da wollte sie so eine Ostersamstag-Demonstration machen um 15 Uhr bundesweit. Antragstellerin Beate Barner hat die erste Kammer des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch den Vizepräsidenten Habert, den hatten wir vorhin kurz kennengelernt, mit seinem zuvor gehabten Rieseneinkommen, die Richterin Beertz, und den Richter Radke aus Lübeck geboren, gemäß Paragraph 32 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraphen 93d Absatz in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 1993, Bundesgesetzblatt, Seite 1453, am 10. April 2020 einstimmig beschlossen, der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Ist ja klar, Gründe. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat keinen Erfolg. Er ist unzulässig. Super, jetzt kommen die dann da mit ihren Paragraphen, statt der Sache hinterherzusteigen und zu sagen, das ist alles begründet. Egal welchen Paragraphen die sich da jetzt wieder rausholen, dass die Kammer des Senats 2000 dies und das schon mal dieses oder jenes entschieden hat. Es geht darum, um die schweren Nachteile, die die ganze Menschheit im Grunde hier von Deutschland ausgehen, das wäre ein Signal gewesen. Aber dazu hatten sie keinen Mut, nicht wahr? Da wird dann sich auf irgendwelche Paragraphen geschützt, um formell zu sagen, nein, das tut uns leid, also am Ende, wie haben sie denn geschrieben hier, steht da noch was, es lohnt nicht, nicht?
Diese Entscheidung ist unanfechtbar. Genau das ist der Punkt. Im Übrigen fehlt es auch insoweit am Vortrag dazu, dass der Grundsatz der Subsidiarität dem verfassungsgerichtlichen Eilrechtsschutz nicht entgegensteht. Die Antragstellerin legt nicht dar, dass sie sich um eine behördliche oder nötigenfalls verwaltungsgerichtliche Klärung der Zulässigkeit der Versammlung bemüht hätte oder weshalb ihr dies nicht möglich oder nicht zuzumuten sein sollte. Ja, da wird sich dann da so rausgewunden, statt zu erkennen, was das Volk, denn im Namen des Volkes werden die bezahlt und im Namen des Volkes haben die Recht zu sprechen. Nein, Paragraphenreiter sind das nur. Direkte Demokratie. Also, fahren wir das ein. Ich wollte, haben wir jetzt heute 4-5 Mal versucht, lohnt nicht. Ich wollte mich noch ein bisschen weiter aufregen. Was hatten wir noch notiert? Ist ja eigentlich die Stunde der direkten Demokratie, habe ich gesagt. Ne? Klar. Wenn wir begreifen, dass wir die Hälfte, überall die Hälfte raushauen müssen. Ja klar. Die kriegen alle gesagt, was sie zu tun haben. Vor allen Dingen kriegen auch diese Justiztypen überall mal gesagt, was wir für Recht befinden. Das wird nämlich das Volk bestimmen und nicht irgendwie so ein paar Abgeordnete. Oder da sitzen dann heute nur ein Drittel, weil jeder Platz, zwei müssen frei sein. So wird dann großartig Parlamentswoche in Berlin gemacht. Ja, in Zeiten von diesem Irrsinn beweisen die Herrschaften, dass sie alle überflüssig sind. Wir brauchen sie so gar nicht, ne? Ich finde das großartig. Also ich finde das großartig. Nun habe ich nicht persönlich irgendwelche Nachteile als alter Mann. Jo, darf ich schon mal lachen, ne? Aber diese Dummbatze draußen, die nicht schnell genug sich so ein Ding da vor die Schnauze... Gut, bei vielen Menschen würde ich sagen, ist es ganz angenehm. Da hat man das dumme Gesicht nicht so ganz zu sehen. Ne? Ist ja auch eine Idee. Ist eine Idee. Vielleicht noch Handschuhe. Handschuhe sollte man auch noch tragen. Dann sieht man diese abgebissenen Fingernägel von der Merkel nicht. Die hat nämlich ganz ungepflegte Hände. Achten Sie mal drauf. Nur mal so nebenbei bemerkt. Das sind alles Leute, die uns Hygiene, Gesundheit und sonst was erzählen wollen. Verhaltensmaßregeln im Alltag. Da koche ich aber rüber. Da ist es dann kaum noch Satire, sondern da ist es nur noch ganz direkter Angriff. Ja, da können Sie ja gegen mich vorgehen, dann muss ich aber die Finger zeigen. Zeigt her eure Hände, oder wie heißt es? War das mal im Kindergarten, die auch geschlossen sind. Die ganzen Kindergärten und so weiter. Wo klar erwiesen ist, dass bei gesunden Kleinkindern überhaupt keine Gefahr besteht. Ja, aber die Panik greift dann über die Mütter. Wir müssen sie immer beim Einkaufen erleben, diese Jungbüchsen zwischen 25 und 35. Ach, du grüne Neune. Ja. Und da bin ich fast am Verzweifeln, ob es Sinn macht, für diese Mischpoke, für diese Masse Mensch der Doofen zu kämpfen. Da habe ich wirklich Last. Wenn ich dann das hier lese, Bundeswehr kämpft jetzt. Kriegsministerin, hier schreiben sie Verteidigungsministerin, den Namen lassen wir weg, hat den Bundestag über den geplanten Ankauf von 93 Eurofightern und 45 amerikanischen F-18 informiert. Auch die hat die informiert. Die Opposition wirft der Ministerin Verfassungsbruch vor. Siehst du, das läuft alles so hinter den Corona-Dingen, ne? Ja, ja, die Tornado-Flotte, schon aufregend, Entschuldigung. Die Tornado-Flotte der Luftwaffe soll nach einem Vorschlag des Verteidigungsministeriums, es ist kein Verteidigungsministerium, wir sind im Kriegszustand, es ist alles keine Verteidigungsarmee mehr. Ja? Komm, mach mal auf 200 Gramm, dann kann ich besser lesen hier. Bitte, noch ein bisschen größer. Hm? Geht das? Ja. Naja, komm darüber, kann ich lesen. Was hat sie denn erzählt? Das Kriegsministerium. Das Ministerium will demnächst 93 weiteren Eurofighter-Jets sowie 45 F. Jesus, ach so, ablösen. Demnach die Tornados mit bis zu 93 weiteren. Ach so, die haben Tornados, die ollen Tornados. Die sind, glaube ich, 45 Jahre alt oder was war das? Und 45 F-18 ablösen. Das US-Modell soll dabei vor allem für die nukleare Teilhabe Deutschland an US-Waffen beschafft werden. Aha.
Interessant, oder? Das nukleare Abschreckungskonzept der NATO sieht vor, dass Verbündete im Kriegsfall Zugriff auf Atomwaffen der USA haben, also deutsche Jets US-Nuklearwaffen transportieren könnten. Für die Beschaffung der F-18 spreche außerdem die ausgereifte Technologie. Aha, wir rüsten auf, was? Die Möglichkeit der elektronischen Kriegsführung, um etwa feindliche Flugabwehr. Wo lesen die Feinde eigentlich? Wo haben sie? Wo reden sie sie bei? Was ist das für ein Deal? Wer schiebt wem wieder hoch? Ich komme nämlich aus der Zeit, wo der Kalte Krieg und wo man es dann später als Luft entpuppte. 68, 69, 70, ja, diese Zeit des Irrsinns. Oh. Und wir haben immer noch die Atomwaffen von diesen Typen dort irgendwo in der Pfalz liegen. Büchel, oder wie heißt das? Habe ich doch mal eine wunderbare Sendung gemacht. Ach, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Wehrexpertin, schon, wenn eine Wehrexpertin hat das Weib Marie Anger Strack-Zimmermann mit Doppelnamen vorn und hinten, hat die nichts Besseres zu sein, als Wehrexpertin zu sein. Mann, 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 Mann. Die Grünen kritisieren das auch. CDU-Chefin per E-Mail in Washington den Kauf von Maschinen in Aussicht stellten. Ist hochgradig irritierend, sagt er der Rhein-Neckar-Zeitung. Ja, bei allen Rüstungskäufen über 25 Millionen Euro ein Mitspracherecht. Ihr werdet demnächst alle so ein Mitspracherecht von uns gesagt bekommen, wo ihr mitsprechen dürft. Ihr müsst anfragen, wir sagen ja oder nein. Direkte Demokratie, verdammt nochmal! Richtig über Kaufankündigung, da verfügt die einfach kein Geld in den Kassen, alles rausgehauen. Olaf, wir können es uns ja leisten, ne? Ja, was hat sie hier geschrieben? Die Bundeswehr will mit dem Kauf ihre veraltete Tornado-Flotte ersetzen. Aktuell verfügt die Luftwaffe über insgesamt 226 Kampfflugzeuge. Ob die alle fliegen? Darunter 141 Eurofighter vom europäischen Hersteller Airbus und 85 Tornado-Jets. Die Tornado wurden vor rund 40 Jahren eingeführt. Der Betrieb droht deswegen bald zusätzliche Milliarden zu kosten, auch weil Ersatzteile zur Manufakturarbeit werden. Das ist ja klasse, oder? Super, das ist also dann traumhaft, ja. Also das musste ich kurz hier ausdrucken. Das hatte ich dann kurz notiert. Wenn also alle nach Hause geschickt werden durch diese wundervollen Shutdowns, ne, dann ist doch eigentlich viel leichter zu rechnen, allen das bedingungslose Grundeinkommen gleich zu zahlen. Und die Druckmaschine lasst den Euro in der Kiste und fangt an, den Welttaler zu drucken. Und da ist es völlig wurscht, wie hoch, wie die und runter, rauf und ach, das geht immer hin und her. Die Milliarden, Billionen und weiter, die kann man doch dann austeilen, verteilen, wie man will. Muss man nur mal rüber zu diesem Gofi, hallo Gofi, drüben im Weißen Haus. Die beschließen einen Akt nach dem anderen über die 500 Millionen, über 2 Billionen, aber dann echte diesmal und so weiter. Also wahnsinnige Idioten-Dollar-Investitionen für diese Hilfen, jene Hilfen. Warum gebt ihr nicht den Menschen auf der Welt gleich ihr nötiges Grundeinkommen um? Ist ja nur zum Konsum ankurbeln, das ist ja das beste Konjunkturprogramm. Ja, wenn man das so verstehen würde, doch endlich, nicht? Und dann macht jeder neu. Dann guckt er, was er macht. Einige sind dann im Gesundheitsdienst, weil sie ihre kranken, fettleibigen, fettgefressenen und über die Jahre, wo sie noch nicht dement waren, Angehörigen dann pflegen können. Der zu Pflegende kriegt ja auch das Geld, da muss man dann zu Hause mit klarkommen. Dann haben wir gar keine Sorgen mehr. Nur Steuereinnahmen, es ist dann schwieriger, Herr Scholz, wenn man alle Läden dicht macht, da kommt nichts mehr rein. Was machen wir denn? Bußgelder. Bußgelder, das ist doch was. Österreich hat mal, habe ich gesehen, vor Jahren, da hatte das Justizministerium in Österreich so stolz verkündet, dass sie sich zu 75% durch Bußgelder und Gebührenordnung selbst tragen, schon. Die streben natürlich 100% an, ist doch auch ein Ding. Also wenn wir Bußgeld 50 Euro pro Nichttragen
pro Tag, sagen wir doch mal am besten, ne, eine Maske mal 80 Millionen, die anderen sind bettlägerig, ist einfacher zu rechnen, ne, mal 80 Millionen, mein lieber Mann, was er jeden Tag einnehmen würde. Ja, 4 Milliarden. Ja, so kann er sich ja sanieren, nur die das bezahlen sollen, die kommen ja mit dem Kurzarbeitergeld auch wieder nicht mehr hin. Da wollen ja noch die, wer war das, die Linken, die wollen glaube ich 90% haben, ne? Ja, Kurzarbeitergeld. VW zahlt den 200.000 Klägern, ich glaube doch so ein Kompromiss, insgesamt 620 Millionen, wird wohl verteilt auf die 200.000 Kläger gegen diesen Dieselkram. Wissen Sie noch vom Diesel? Oder hat Corona alles verdrängt in Ihnen? Wie finanziert denn VW das nun noch wieder? Ich tippe mal auf das Kurzarbeitergeld, das die beantragen. Das zahlen Sie dann an die VW-Kläger. Ist doch super. Ja, so wäscht eine Hand die andere. Ja, der Lauterbach, habe ich mir notiert, will ja 2022 erst die Spritzen da haben. Von der Natur hat er zwar keine Ahnung, das Leben kommt bei ihm aus der Spritze, ist ja klar. Ist ja klar. Ja, so ist eigentlich fast nichts zu sagen. Haben wir hier noch was? Nö. Es brannte mir unter den Nägeln. Ich musste einfach heute Morgen, ich weiß jetzt gar nicht, wie lang ist es, ich hoffe, es ist kurz genug. Ich trinke nochmal mit diesem sehr viel grün enthaltenen Saft auf unser aller Gesundheit, auf die geistige Gesundheit derer, die da um uns herum unsere Geschicke leiten. Da traut man sich ja gar nicht zu trinken, das ist ja vergebens. Da kann ich ja literweise reinschütten, da müsste ich wirklich mal Romans gesundes Frühstück im Kabinett machen und nicht nur so digital, dann da muss ich vor Ort sein. Und all diesen dicken, fetten, vollgefressenen Typen, die können von mir aus, die hässlichen Weiber können alle ihre Masken gerne tragen. Ja, dass man sie nicht sehen muss. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es überkocht, wenn ich noch Lust habe in diesem Land. Wiederschauen. You're